Moin, mein Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Sanigen Uncut Gameplay. Heute probieren wir mal die neue Caitlyn aus, denn die ist ja ein kleines bisschen verändert worden. Ne? Wir haben keine Runans mehr, sondern ich werde Static into Fire Cannon gehen. Soll eigentlich auch ganz geil sein. Ein bisschen weniger Attack Speed im Late Game, aber ansonsten hat sich gar nicht so viel verändert. Nur doch nicht alleine, sondern ich zocke wieder mit meiner Free Elo Maschine Höfi. Hallo. Guten Tag, Hat er. Warum habe ich nicht einfach den E geskillt? Ich bin so dumm. Ah, ich wollte das nochmal sicher gehen. Scheiße, Mann, das war nicht rough. Aber ist okay. Ist okay. Ich habe mir schon überlegt, so, ich muss jetzt eigentlich nur den E-Skin, dann bin ich safe, aber das war mir dann doch zu risky. Ja, ist okay. Wir haben jetzt wenigstens die Pressure auf der Lane. Also ich muss sagen, eigentlich ist es, wenn wir keine Fehler machen, ist es wahrscheinlich sogar besser für uns. Weil im Endeffekt kann der Thresh nicht flash engagen, so was halt schon mal übelst viel Gankpressure wegnimmt, aber ich kann halt, wenn ich gehookt werde, auch nicht rausflashen. Und da nicht gegankt werde, was natürlich dann nicht so nice ist. Aber er hat auf jeden Fall Hook Level 1, wir werden ihn einfach richtig gerade rein pushen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit Static Fire Cannon wird. Ich denke, dass sich das ziemlich geil anfühlen wird. Man wird zwar den fehlenden Rave Gear ein bisschen merken, aber der wird ja durch Static eigentlich ganz gut ausgeglichen, also. Ich denke, es wird ziemlich nice. Einfach hart pushen oder wollen wir die Freeze in die Lane, was meinst du? Ich würde hart pushen. Ich denke mal, der Lee wird unten starten. Sieht ganz danach aus, ja. Let's go. Immer schön, nicht so wie ich, ne? Wenn ihr pusht, in den Busch gehen, damit ihr schnell eure Headshots kriegt. Ich bin nämlich schlecht, deswegen mache ich das nicht. Ich meine, ich brauche das nicht, deswegen mache ich das nicht. Warum jetzt manche Leute sagen, ey, du hast dir doch den Pulsfeuerketten gekauft, warum spielst du die denn nicht? Ich finde den ziemlich kacke. Also ich finde den Skin hier 80 mal besser, was die Autotex im Early Game angeht. Das ist wirklich viel, viel nicer. Ja, genau, wir pushen jetzt einfach hart rein. Eieiei. Wir werden gehockt. Klassisch, auf klassisch. das Minion. Zack, zack. So, jetzt sind wir Level 2. Natürlich trotzdem aufpassen. So ein Hook tut natürlich trotzdem weh. Okay, habe ich einen Slow. Zack. Peng. Und wir hatten Doran Sheet gestartet. Er ist also ein richtiger Lobop. Doran Sheet ist aktuell doch etwas stärker, als ich es vermutet habe. Also ich dachte ja, ich habe ja mal ein Video drüber gemacht, habe gesagt, ja, ist ganz nice, wenn man gepokt wird, ne? Aber inzwischen baut das halt echt jede Sau. Ich denke auf Caitlyn, ist wirklich einer der einzigen ADCs, auf denen es sich immer noch nicht lohnt. Aber hier für den Varus, ne? Das war nur Spaß. Das ist natürlich übel worth, übel richtig, dass er das gekauft hat. Nicht, dass ihr sagt, oder warum ist das denn schlecht? Du hast doch gesagt, das ist gut, wenn man gepokt wird. Ne, es ist auch gut. Am Gameplay von Caitlyn hat sich halt gerade im Early Game wirklich nichts verändert. So, ihr pusht halt immer noch die Scheiße rein. Versucht durch ein CS-Lead zu erschaffen. Nicht so wie ich, bin nämlich nur ein CS vorne. Und ansonsten alles easy Ja. peasy. Liebe Topseite. So. Ja, man wird's. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Pulsefire Caitlyn habt, ein paar Games mit Pulsefire spielen und dann mit dem Skin, das ist wie die Gravity Chamber, mit dem Skin zu lasten, ist gerade übel easy, weil ich mich an diesen Pulsefire gewöhnen musste. Das ist wirklich richtig angenehm. Oh, hat er mich gejukt, das dann. Ba, 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 ba. Sounds Wie bad. kommt? Oder? Nö. Vielleicht auch nicht. The Aha. battle is einfach nur bad. Das habe ich schon zu oft gesagt, so, ah ne, die sind einfach nur bad und dann sterbe ich einfach. Jetzt könnte es eher sein. Ja. Ah. Ich habe in 40 auch wieder Flash. Ich warte mal hier rein in den Busch. Ich sagen, fahre mich einfach nur, bis ich Der wieder wird Flash habe. halt jetzt sein Ja, Flash haben. der ist hier. Ja, und der Dings hat sein Flash ab. Ne, ich habe auch reduced Flash Timing. Oh, okay. Dann mal dann. Oder? Warte mal. 255, Ja, doch, 255, ja. Der ist nicht hier in den Busch reingegangen, ne? Nee, nee, der ist mit der irgendwie. Wieder go. Oh mein Oh Gott. mein Gott, wir haben beide alle drei gekriegt. Juicy. Pass auf mit dem Wir haben alle drei gekriegt. Nee, nee, wir haben nur zwei. Kommt Der Fizz? war am Ende Oh, noch Fizz ist am Start, Fizz ist am Start. Ich bin Ich safe, hab ich hab auch noch hier, ich Flash, hab ich auch hab noch. noch Flash, alles gut, alles gut. Wir können eigentlich wieder Ich pushe rauskommen. einfach die Kacke, ja. Ja, der kommt nochmal. Nee, nevermind.
Oder wir haben den Wukong Mitte. Interesting. Der ist mit Jungleman. Deswegen. Puh, das lief jetzt also ziemlich sahnig. Ich muss sagen, ich habe einfach nur alle Tasten gedrückt und. Also, ich weiß, ich habe mich mit Absicht hucken lassen. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, bin ich mir nicht so sicher. Weil dann, vielleicht wäre es nicht ganz so close gewesen, wenn ich mich einfach nicht erducken lassen. Aber es ist ja zum Glück gut ausgegangen. Der Heal am Ende war richtig klatsch, Mann. So, jetzt habe ich BF Shura, er hat Vamp. Das sollte relativ easy sein. Problem ist halt, er hat halt den optimalen Item-Build gegen so eine Lane wie uns eigentlich, ne? Wir haben übelst viel Poke und er hat Vamp, Scepter und Doran, so. Also Doran Shield. Oh. Duke Master 96? Nee, er ist tot. Hat er nicht Flash? Er hat kein Flash Unlock. Hätte der Ignite Gap-F ist tot. Schade. Top Lane, wie läuft's da? Ah, semi. Warte, die Lulu ist 1v1 gestorben. Lulu. Natürlich ziemlich unlucky. Ja, die spielt doch nicht Mainly Lulu. Ich hab keinen Plan, warum sie sie gepickt hat. Ja, weil sie offen war und OP ist. Ja, aber ich hab sie geharvard gehabt. Deswegen kapiere ich das halt nicht. Ja, so ein random Trace krieg ich immer voll Schiss, dass der Jungler da ist. So, er läuft einfach in Minions rein, um mir eine E zu drücken, sag ich mir, hä? Aber manchmal muss man ihn auch einfach outminden. Okay, Pings kommen wieder raus. Ja, Fizz ist halt. Fizz ist jetzt 6, hat auf jeden Fall ult. Nee, Fizz ist noch 5. Echt? Nur noch 5? Ja, Moment. Ja, mal. Wir bauen noch langsam unseren Lead auf. Ich hab so ein drittel Level habe ich im Vorteil, das ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Zack. Der ließ unten. Ja, der ist 6. No, fuck, 2 CS gemisst. Bronze 5. Oh. Macht der Drake? Nee, macht kein Drake. Nee, nee. Lantern ist aber raus. Die könnten unten sein. Ich habe erst ein 1,20 wieder ein Ward. Ah, Caitlyn Ahmi ist so eine richtige Aids-Laser. Nur einfach dem Gegner keinen Spaß lassen, jetzt, dann ist Caitlyn Ahmi genau richtig. Netter Hook auf jeden Fall. Ich glaube, der Lee ist noch unten. Genau. Ich habe noch Flash, ich hab noch Flash. Ja, aber gleich. Der hat noch Ult, ne? Ja, der hat noch alles. Oh, oh mein Gott, der Rap. Oh, Mann! Weiß ich, wollte der Held der Stunde sein und dann so eine Kacke. Ja, ja, ich hab noch Heal. Ich hab Ult hier. Oh, close. Oh, das ist ziemlich unlucky. Aber wir können die kriegen. Hamburg vom Ulti? Ah, ne, Mann. Da würde ich die ungern wollen. Ja. Wir haben trotzdem 1-0 getradet schon mal. Ist ja ordentlich. Wir befürchten, dass gleich der Fizz rankommt. Das stimmt, der ist noch Mist. Ich hab wieder keinen Flash. Trash hat auf jeden Fall auch geflasht. Ja, Trash ist vorne. Ja, ja. Hoppa. Schön in die Falle rein. Insane Trap Placement. Ich überlege auch gerade, ich bin mir gar nicht sicher. Ich denke, es lohnt sich dann auf jeden Fall, jetzt Infinity Edge zu gehen. Ich habe gerade überlegt, ob Static Rush irgendwie Sinn macht, aber halte ich für nicht so sinnvoll. Ich denke mal auch, dass hier am Anfang richtig gut ist. Weil der Hauptgrund für Gerunans war halt wirklich dieses Headshot-Gestecke, weil du damit halt effektiv gut pushen konntest und den Gegner ja trotzdem traden konntest. Zack. Ja, der CS-Lead, sagen wir mal, der ist noch ausbaubar, aber dafür ist ja auch ein bisschen, ich wollte gerade sagen, ist ja ein bisschen hektischer Botlane hier. Ich glaube, die sind Base. Ah, die waren noch gar nicht so low, oder? Die hatten eigentlich gar keinen Grund, Base zu gehen. Fizz getoppt, die sind 3 Top-Lane. Ne, die sind einfach noch hinten. Zack. Er wird freezen, ne? So, warum hat er da nicht gefreezed? So klar, du hättest ihm irgendwie halbes Leben abgezogen oder so, aber das ist ja wirklich komplett Rain. Naja. Naja. So. Oh. Jawollo.
glaube, den kriegen sie nicht mehr. Und oh mein Gott, macht Wukong einen Damage. Ich weiß, was ich in der nächsten Runde böllern spiele, Alter. Schild, 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 Heal, irgendwas. Oh, das hat gereicht. Oh, nice. Das Game läuft ziemlich sahnig. Ey, Wukong ist halt eigentlich schon ein bisschen lore Elo, aber der Böller halt, wenn du den kannst. Der macht halt echt insane viel Damage. Der war auch, als Lethality Meter war, war der komplett broken. Und hat zwar keine Sau gespielt, aber der war wirklich... Also der war legit busted. Oh fuck. Kannst du ja auch öfters. Hä? Null. Den Trash denkst du, den block ich heute mal. Ich bin auch gerade so am überlegen. Lulu Pink, dass sie kommt, dachte ich mir so, dass sie die nicht. Ah, Lulu Pink, Leute, ich dachte, dass das die nieder war. Jetzt waren beide. Beide. Trash. Interesting. Der hat noch Ult, der war aus, oder? Alicia, Alicia? LOL, die Q war geil. So, ein E-Max war aus. Nein. Oh, es ist Suizid. Wenn du jetzt meinem Varus den Kill giftest, Alter, dann ist vorbei. Ich bin aber meint, die weiß, was sie macht, die Nieder, die ist krass. Na, ja, Trash lebt jetzt halt wieder, ist das Problem, ne? Aber er hat keine Boots bis jetzt. What? What? Hä, was? Warte. Oh, ich war nicht in Heal Range. Was war das denn gerade? I don't know. LOL. Oh, und ich hab auch noch einfach den Heal geraced. Wir hätten einfach den scheiß Turret nehmen sollen. Wukong ist hinter uns. Ich weiß. Ich hab jetzt natürlich leider keinen. Ich hatte dich ja schon gehealt. Oh, ich hab's aber hier. Fizz wird noch kommen, oder? Ja, I guess. Das war ja weird. Ja, keine Ahnung. Hey, warum ist Fizz nicht da? Das ist noch viel weirder da als die, okay. Oh, wer hätte nur erwarten können, dass dieser... Nevermind, der macht einfach mal wieder einen. Ich hol den Turret. Danke. Aber Fizz rumt nicht mehr Botlane. Mich wenigstens noch killen können. An sich ist Wukong halt echt kein schlechter Champion gegen Fizz. Ich glaube, an sich ist Wukong echt kein schlechter Champion für Solo-Queue, weil er halt... Er ist halt super einfach so. Er ist halt dieser typische Champ, der so einfach ist, dass du dich eigentlich auf andere Sachen konzentrieren kannst. Und trotzdem hast du dieses Outplay-Potenzial mit dem W und so weiter. Ja, schon klar, ziemlich aber sexy. Wenn du halt gecampt bist, bist du halt komplett gefickt mit dem Champ. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei, der hat halt echt hohen Base-Damage und kann halt aus so einem Gank auch ganz schnell mal einen guten Trade für sich rausholen. Ich swap top, ne? Ja, ich komm gleich. Ich wollte noch kurz hier. Komm dann. Ich werde ziemlich paranoid, ich muss nur mal checken, ob ich meinen. Okay, ich hab die Aufnahme auch wirklich an. Dead Lima's be tilted as fuck. You spelled bad wrong. Oh. Will er den Turret? Junge. Galio! Halt, stopp. Nächster. Na, er kriegt ihn leider. Ich hab keine Ulti. Nächste 1,5 Minuten. Ah, ich bin auf jeden Fall ziemlich dick im Business. Guter Farm, 4 Assists, Burst Blood Turret. Das ist ein geiler. Das ist ein geiler Jungler, Alter. Das ist ein geiler Jungler. Man holt Bot den Turret, Swap Top. Was macht der Jungler? Der ist am Start. Der ist am Start. Das ist einfach nur Premium. Ich bin immer so, mit der erste. Ja. Nevermind. Ja, aber auch viele Leute mit. Ist natürlich ärgerlich, dass genau dann deine Bubble trifft. Die, reicht nicht, oder? Ausreicht! Ja, ja, hätte ich Runans gekauft, hätte das nicht gereicht, meine Lieben. Aber tja, warte mal, die brauchen Hilfe da drüben. Wer meint, die sterben. Scheiß mal auf Hilfe, Junge. Blast jetzt nicht hier. Wie viel HP haben die noch so? Gar nicht gehofft, zwei waren low, zwei waren. Ja, wahrscheinlich sogar den Turret hier noch. Zumindest ein bisschen chippen. Aber wir können vielleicht sogar. Ich hab noch Flash. Elie hat Hälfte. Elie wird kommen. Opfer. Oh, das ist natürlich richtig geil, eine Toplane-Lulu zu haben und dann gut im Game zu sein, ey. Das ist natürlich richtig Premium. Ah, ich weiß nicht, ob wir das hier... Wobei, das kriegen wir easy. Ich hab 4 Ulti, aber der Guardi wird dann Ulti-Range sein. Ah, die geben uns den Turret for free. Alles easy. Ich bin halt so fucking fett. Ich habe einfach jetzt schon mein Statics fertig. Oh nein, mir fehlen... Scheiße, warte, ich brauche noch eine Wave. Mir fehlen 40 Gold, 50 Gold. 60 Gold. Jetzt kann ich mir sogar vorbildlich, wie ich bin, noch einen Pink Ward kaufen. Um den wieder zu verkaufen.
So, ne? Das ist jetzt auch ein Video, was, denke ich, ziemlich hilfreich ist für Leute, die sich immer fragen, warum ist denn Caitlyn so stark? Oder, hä? Wieso hat denn jeder mit Caitlyn eine gute Winrate? Ich meine, ihr seht ja, ich mache ja jetzt gerade nichts Besonderes so. Ich mache ja wirklich nichts Besonderes. Und klar, mein Jungler spielt gut, meine Mitte spielt gut. Aber wir haben halt trotzdem beide Türme eingerissen. Ich bin 30 CS vorne, einfach nur, weil ich Caitlyn bin so. Einfach nur, weil ich einen Turret pushen kann, weil ich so hohe Range habe, so guten Poke. Es ist einfach so dumm, was der Champion einfach nur mit seiner Präsenz alles kann. Ich glaube, es wird auch nie wieder eine Meta geben, wo Caitlyn nicht gut ist. Außer sie wird komplett in den Boden genervt oder alle anderen werden komplett retard gebufft. Gab es eigentlich schon mal eine Meta, der Caitlyn nicht gut war? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ne. Also selbst in der Lethality-Meta konnte man sie ja spielen. Wobei, da würde ich sagen, war sie wahrscheinlich nicht ganz so gut, als man nur Varus. Oh, doch, Gin... ich glaube im Summer letzten Jahres. Naja, als man Varus Jhin. Ja, nee, das war nach Worlds. Als man Varus Jhin Ashe die ganze Zeit gesehen hat, da würde ich sagen, war sie nicht so stark. Ja, da hatte aber zum Beispiel jetzt Samox und so halt immer noch Caitlyn. Ja, ja, selbst da war sie noch okay so, aber ich würde sagen, das ist so die einzige Zeit, wo sie vielleicht nicht S-Tier war. Sorry. Und wird da schon wieder geintet. Ist so. Ich nehme den Turret, kein Bock auf eure Scheiße da. Ja. Als ADC lohnt es sich halt wirklich oft einfach nichts zu machen, außer zu pushen. Einfach stumpf farmen. Gut, das läuft jetzt zwar trotzdem nicht schlecht fürs Team, aber das Ding ist... So... Ich hätte... Oh lol. Ihr seht ja, also entweder so ein Play läuft entweder auch ohne mich ganz gut oder mit mir auch schlecht. So, ich bin nicht derjenige, der entscheidet, ob es gut oder schlecht läuft, obwohl ich mit zwei Items eigentlich schon gefeedet bin. Da kommt ein Streaker. Oh yes, baby. Nein! Alter, den T-Wert habe ich richtig hart gecarried, Mann. Wobei, ich hätte beim Teamfight mit dabei sein sollen, einfach nur um zu sehen, wie sich Static Second anfühlt. Aber ich glaube, Static Firecan fühlt sich richtig sexy an auf Caitlyn. Du hast einfach die Range von Firecan auf den Headshots noch. Und dann noch den Crit. Oh mein Gott, das... Oh lol, das ist sexy. Meine, hey, wie ist es denn aber, wenn du beide brauchst? Na, die haben das ja aktuell wieder, vor ein, zwei Patches haben die es ja wieder geändert, dass aktuell die Range von Firecan kommt und der Proc von Static. Es war ja, ganz am Anfang war ja so... Okay. Warte. Ausgesniped. Nein, nicht flashen. Du bist so ein Wichser. Warte. Die Lulu noch irgendwas? Die Lulu hat nichts mehr. Schade. Na, Q doch die Lulu. QZ, dann krieg aufs Mauli, hä? Und Juke. Opfer. Komm her! Ah, shit. Also zurück zum Thema. Es war früher auf jeden Fall so, dass... Ah, ich glaube... Na... Oh! Wir haben da einen richtig krassen Player! Also, zum achten Mal. Früher war es so, dass Firecan und Static ja sogar gestackt haben, als das Ding rausgekommen ist. Also, da haben wirklich die Damage-Werte auch gestackt. Da kam der volle Schaden von beiden raus. Ja. Und dann haben sie es genervt, sodass nichts mehr passiert, dass, glaube ich, nur einer von beiden durchkommt. Und jetzt ist es wieder so, dass du quasi einen Static Proc auf Firecan Range kriegst. So, das hat jetzt nur 8 Minuten gedauert, weil die Gegner mich immer unterbrochen haben, diese BM-Lords. Das ist übel risky, was ich hier mache. Ne, komm, ich mach das mal nicht. Wir spielen dieses Game auf perfekte KDA. Ja, der Fist ist schon auf dem Weg. Wir spielen jetzt mal auf perfekte KDA. Es ist wirklich nicht schwer, als ADC nicht zu sterben. Also wirklich. Es ist wirklich keine Kunst. Also schon, aber die Prinzipien sind relativ easy. Zack. Und ja, wir sind mal ein Vorbild, ne? Wir kaufen uns mal die Schuhe und lassen den Pinkwood stehen. Sonst hätte ich den jetzt, im normalen Fall, wenn ich nicht aufnehmen würde, hätte ich den jetzt eiskalt wieder verkauft. Um meine Firekin schnell zu haben. So, also, realistisch gesehen, ja, ist eigentlich fast schon egal, was wir in dem Game machen, weil wir halt auf allen Lanes gewonnen haben. Aber ich gucke einfach mal ein bisschen und, wie gesagt, mal ein bisschen meine Lulu intet. Die Lee Ult ist vor allem, ich finde das immer so witzig, wenn Lee Sin jemanden insect und der nach dem Insect so auf 5% Leben ist, so. Von wegen herzlichen Glückwunsch, dein Insect hat offiziell nichts gebracht. Ich komme vorbei. Guckt euch mein Damage an jetzt. Komplett insane. Ja, alles ich, das bin alles ich. Und der ist auch low, oder? Was? Mein Autotick hat gecancelt, komm her. Ha! Ha! Ah! Ja! Ich habe übrigens gerade nur gerechtsklickt. Das ist so, das ist ja nicht die perfekte KD.
Doch, 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 ja. Doch. Oh fuck. Oh nein, 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 nein. Ich bin raus. Nein, nein, nein. Junge, komm ran. Was, kein Mana? Ja, es ist nicht so schwer, auf ADCs eine perfekte KDA zu kriegen, wenn ihr nicht einfach nur ein greedy Bastard seid und euch unnötige Kills snacken wollt. Aber das Ding ist ja, ein Kill kann man ja immer verkraften, ein Tod kann man verkraften, weil dann ist die KDA ja überhaupt erst da. Das ist ja unendlich. Unendlich ist ja langweilig. Jetzt ja 1-0 stehen und sagen, hö, meine KDA ist unendlich. Weißt du? Ein Barra-Gentleman stirbt einmal. Ja, das sieht ja gut aus, Team. Ja, seht ihr, kaum bin ich tot, haben die Struggle, never mind. Fisch das an, der Varus macht jetzt Mommy 9. Der hätte den wahrscheinlich sogar noch getötet. Wenn der Bock drauf gehabt hätte. Ja, nee, also ich finde, da hat man gerade eindeutig gesehen, wie useless ADCs aktuell sind. Ich konnte nicht mal in deren Basen 1 gegen 3 gewinnen. So, wie absurd ist das denn? Und das auch noch ohne Summoners. Also ganz ehrlich, jede andere Rolle hätte das easy geschafft. Alles klar. Was ein bisschen beschissener ist mit Caitlyn ohne Runas, ist auf jeden Fall sowas wie Raptoren zum Beispiel. Ich habe das früher geliebt, oder ich liebe generell auf jedem Champion, mit dem ich Runas habe, einfach nur die Raptoren den Rest des Spiels zu machen. Das ist so nice. Mit Twitch zum Beispiel. Oder mit Jinx. Mit Jinx. Ich glaube, Jinx ist der beste ADC, wenn es darum geht, Raptoren zu machen. Weil sie halt mit den Raketen und Runas wirklich gefühlt 3 Autotext brauche ich. Ich glaube nicht mal gefühlt, ich glaube wirklich buchstäblich. Oh, ich habe auch Fervor of Battle mit. Ich wundere mich schon, warum ich so wenig Sustain habe, aber ja. Das erklärt einiges. Hast du dafür 2,5 Support? Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich realistisch gesehen ein Szenario gibt, wo sich wirklich Fervor of Battle mehr lohnt als Warlords of Caitlyn, weil 80% Crit ist halt so gut. Und du kannst nicht 80% Crit spielen und dann gar kein Lifesteal bauen. Also du kannst auf Fervor gehen, wenn ihr es unbedingt wollt, wenn ihr Fervor-Fetischist seid. Und dann müsst ihr aber auf jeden Fall Lifesteal nach 2 Crit bauen. Aber eigentlich ist Warlords fast immer besser aktuell. Weil halt Caitlyn dieses Crit-Scaling in den Fallen mit drin hat und durch den Headshot. Oh, die Niederleben bördert auf jeden Fall gut rein. Unlucky me, is that you? Die haben wieder ein bisschen zu viel Spaß ohne mich. Wir finishen auch ohne dich. Nee. Guck mal, ich bin da, ohne mich seid ihr gar nichts. Ich habe immer noch die beste KDA aus dem Team, wollte ich nur mal sagen. By far. Ja, eigentlich so gesehen haben wir beide die KDA. Haben wir echt genau die gleiche? Also insgesamt haben wir beide... LOL. Okay, ich habe jetzt einfach nur spekuliert, weil alle mehr als einmal gestorben sind, aber du hast einfach so viele Assists am Start. So, ich stack jetzt mal. Ich stack. Nein. Alter, ich konnte offiziell ein- oder zweimal Firecan Crystallic gemeinsam procken. Ah ja, meine Freunde, gutes Game. Das war relativ entspannt. Mein ganzes Team hat ordentlich gespielt. Aber so ein Game will man dann trotzdem auch selber auch gut spielen. Ne? Wenn wir jetzt richtig geintet hätten, Botlane, hätten die vielleicht carryen können. Wahrscheinlich nicht. Aber danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Caitlyn, ich merke nicht wirklich einen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Also der einzige Unterschied ist wirklich, dass du halt Runans nicht mehr hast. Aber ansonsten fühlt die sich immer noch super stark an, wird immer noch super geil bleiben. Spielt sie weiterhin. Double Crit, Warlords. Zu Care. Macht's gut, meine Lieben. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt mal in die Kommentare, welche ADCs ihr euch als nächstes wünscht. Peace.